Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft, Minecraft. Diesmal im Vollbild. Und das ist eigentlich nur. Es kann ein langeres Video, also ein sehr langes Video werden, kann auch ein kürzeres Video werden. Aber dieses Minecraft, was ich mal mit Pascal aufgenommen hatte, das geht anscheinend nicht weiter, also da braucht keiner drauf warten. Dafür kommt jetzt dann aber was anderes in Minecraft. Weil Satisfactory langsam endet. Und Astronia, da immer so zwischendurch nochmal. Das kommt nicht durchgängig, das geht auch nicht. Weil ich ja immer noch einen Partner suche. Einfach unter dem Video da schreiben. Unter diesem Video könnt ihr auch mitspielen. Weil die Map hat gerade nicht geladen. Und zwar würde ich gerne mit Zuschauern oder die dann auch quasi als Freund werden zu mir. Eigentlich mag ich ja jeden Zuschauer, der zuschaut. Eigentlich? Habe ich gerade eigentlich gesagt? Nein, ich mag jeden, der zuschaut. Außer einen bestimmten und oder zwei. Und ja. Wer ja mitspielen will, schreibt einfach unter dieses Video einen Kommentar, dass er mitspielen will. Das Ganze spielt in der 1.12.2 mit Mods auf einen normalen Server. Kostenlos natürlich. Und ich zeige jetzt einfach mal, was wir denn so vielleicht machen werden. Vielleicht nicht. Wir holen vielleicht noch mehr Mods drauf. Da weiß ich noch nicht. Könnt dann auch Mods-Vorschläge machen. Aber nicht. Also Spaß-Mods wären natürlich immer geil. Aber muss auch wirklich Spaß machen. Ich nehme das auch Ganze auf, denn immer. Das heißt, die nächsten Videos werden dann richtig kommen. Das ist eigentlich nur ein Infovideo. Und ich zeig einfach mal, was drin ist. Als erstes sieht man hier rechts. Kennt man ja, ne? Die Just Enough Items Mod ist natürlich drin. Muss sein. Weil man muss ja auch alles kennen. Ich habe gerade durchgescrollt, da sieht man schon mehr. Das ist kacke. Und natürlich so normale Sachen. Sieht man jetzt nicht so viel. Aber wenn ich auf die nächste Seite gehe, sieht man schon ein bisschen mehr. Es können noch mehr kommen. Die richtige Mod, die wirklich drin ist, ist diese hier. Da. Gesehen. Und zwar die Morph Mod. Hier habe ich mit drin. Die funktioniert auch gut. Man kann nicht alle machen. Also ändert weg nur so das normale Minecraft-Prinzip von 1.12.2 ist hier drin. Aber nicht das, was ich gerne wollte. Ich dachte, das gibt's auch. Aber wir werden die Mod spielen. Natürlich mit den Einzelheiten dazu. Aber die eigentliche Mod, es gibt zwei Mods, die wirklich gut drin sind. Oder eine zumindest davon ist die Portalgang. Die ist auch drin. Sieht man ja, Portalgang. Und da kriegt jeder dann eine. Ich weiß auch nicht, kann man die craften? Jo, die kann man sogar craften. Die ist überall gleich anscheinend. Oder es gibt nur die erste. Ein Black Hole. Netherstern kriegt man ja, soweit ich weiß, aus dem Dings, aus dem River. Und das Dust. Aus einer geschmolzenen Enderperle. Gut. Obsidian, Diamant. Ist nur das Ding in der Mitte wirklich das einzige Problem. Also das hier, die Enderperlen, werden eigentlich mal nicht so schnell das Problem sein. Aber der Netherstern. Ich glaube, darauf gehen wir dann direkt. Oder eher gesagt, ich glaube, jeder kriegt einfach eine Portalgang, wer mitspielen will. Es dürfen mehrere Leute mitspielen, nicht nur einer. Auch wenn irgendjemand so einen Freund noch dabei hat oder so. Einfach dazu. Aber ich glaube nur maximal. Warte, nach dem Cut weiß ich's. Und zwar 200 Spieler dürfen mitspielen. Also 199. Nein, war Chat. Ich habe aber nachgeguckt, man kann wirklich bis zu 200 Spieler. Mit mir natürlich, also 199 weitere Spieler können dann drauf. Das machen wir natürlich nicht, weil der Server würde dann nur noch laggen. Aber man kann es machen. Ich glaube, es geht sogar bis 1000 hoch. Aber ich habe das Ganze auf 4 gestellt. Wird gar nicht oben angezeigt mehr. Warum wird das hier oben nicht mehr angezeigt? Was ist das denn für Müll? Achso, ist ja nicht Server, ist ja Offline-Welt. Wäre auch doof, sonst würde man schon
Nee, man sieht ja dann nichts, weil da nichts drauf ist. Eine neue Welt. Also drei weitere Spieler dürfen mitspielen. Der Server ist dann auf 4. Hab mich schon ausgelegt auf 4. Die ganzen Einstellungen werden wir dann machen zusammen. Ich werde dieses Projekt nicht alleine starten. Vielleicht den Anfang, aber mehr nicht, damit man sieht, worauf wir hinaus wollen. Und es geht eigentlich wirklich nur hier um Jurassic Craft, haben wir hier mit drin. Das ist eine Mod. Wir bauen quasi einen Jurassic Park nach. Nicht ganz genau. Es gibt ja auch verschiedene Fossilien am Amberohr. Also, womit man die Sachen forscht. Genauso wie, wenn irgendjemand sich damit auskennt. Hier. Wie man die denn raufholt. Es gibt nämlich nur 10 Spawn-Eier. Und das sind nur die, so, die man so kennt. Außer das hier kapiere ich. Wer bist du denn? Was ist das für ein Dino? Und die können sogar blinzeln. Da, gesehen? Was sind das für eine Dinos? Die habe ich noch nie gesehen. Es gibt nämlich auch Dekoration, da könnte man so einen geilen Park bauen. Da, richtig nice gemacht. Oder hier von einem T-Rex. Ist ja nur eine Testwelt. Junge, ist ja klein. Im Gegensatz zu meiner. You do not own this Dinos. Ja, ich weiß. Moral kann man denn nachgucken, glaube ich. Oder, warte mal, ist Moral nicht irgendwas aufhängen? Da, sage ich ja, das sind Bilder. Schön verpixelte Bilder. Das ist ja wieder super. Okay. Dennoch Aquariumdekoration. Hat. Glaube, ich mal hier runter. Oder. Hä? Ist ja egal. Dann haben wir hier noch. Ich muss mir das noch alles anschauen. Diesen Amber Key. Pantong. Schild. Ah. Das ist geil. Das ist ja mal, Alter. Man kann wirklich Jurassic Park nachbauen. Und das ist eben halt das Geile. Oder Jurassic World. Ist mir eigentlich wurscht. Es gibt hier 39 Dinos drin. Hier. Das sind alle. Gar nicht mal so wenig Wasserdinos. Und. Oder sind die. Oder. Oder sind das keine 39? Weil hier ist der T-Rex und hier ist nochmal der T-Rex. Es gibt den. Gibt es wirklich nur 10 Stück denn? Das ist ja doof. Boah. Also es gibt den Brachio, den Dilo, den Galli, Mikro, Mosser, Dizzy. Velociraptors. Velo, T-Rex. Dann gibt es die ganzen nochmal in Soft-Tusen. Und dann nochmal die DNA. Das ist schade. Also es gibt. Da stand aber nur 9. Ich glaube, dann nehmen wir noch in eine Mod rein, wo noch ein paar Dinos drin sind. Da muss ich dann mal gucken. Aber ist erstmal egal. Wir haben ein paar drin. Fangen wir erst mit 10 an. Gucken dann, ob es noch eine Erweiterung gibt oder sowas. Aber so, damit wäre es dann, glaube ich, erstmal. Es gibt mehr Pflanzen und so. Das ist eben halt nur eine Mod. Und das Coole ist eben halt, es gibt so einen Helikopter, den kann man fliegen. Es gibt zwei verschiedene Autos, einmal den Jurassic Park, Jurassic. Eigentlich ist es Jurassic Park Ding. Und es gibt den Jeep, genau, von Jurassic. Steht überall Quaff drauf, es geht sogar die Tür auf, das ist sehr geil gemacht. Kommt aber an, welche Seite man ist. Man kann überall sitzen. Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn irgendjemand mitspielen würde.
Auch wenn es nur einer ist, also mir ist das egal, drei maximal. Leider fehlt da jetzt ein ganzes Stück, eigentlich hätte ich jetzt mehr, also wenn die Folge hochgeladen wird, nicht wundern, irgendwie nach die Autos fehlt da jetzt was, was ich die ganze Zeit aufgenommen habe. Und zwar, ich weiß jetzt immer, warum auch in Astonia das immer abgebrochen ist, habe ich eben gerade rausgefunden. Es gibt zwei Steuerungstasten und ich habe die auf Steuerungstaste gelegt zum An- und Ausmachen. Super. Und weil man hier in dem Spiel und in dem anderen auch Steuerung drücken muss, ist das ausgegangen dadurch jetzt. Und darum kam immer keine, beziehungsweise mal ein bisschen was raus. Ich muss die Tastbelegung mal vom Aufnehmprogramm mal umlegen. Werde ich bestimmt dann auf halt Grimm machen oder sowas. Oder was man einfach nie benutzt. Am meisten nicht die Morph. Ach, guck mal doch. Guck mal. Kannst du auch stehen? Kann man den auch zum Stehen bringen? Wachse ich überhaupt noch eine Zeit? Ich finde das schade, dass er liegt. Ich bin tot. Das ist dumm. Wir mal wieder groß. Genau. Enderman zu sein, ist man ja drei Blöcke hoch. Da muss man dann beim Haus aufpassen, wenn man immer so eins will. Oder so eins sein will. Egal, da ist zum Beispiel ein Enderman. Aber ich denke mal, als erstes suchen wir so eine Fledermaus, gehen in die Höhle und sowas. Wie man es sonst auch kennt, wie in einer anderen Folge. Entschuldigung, dass die eine Stadt heißt oder sowas. Es ist mir kein Name eingefallen, weil wir einfach nur normal Minecraft gespielt haben am Anfang. Aber ist ja erstmal egal. Vielleicht kommt hier noch ein bisschen Technik mit rein. Sowas wie ein Jetpack. Aber ich denke mal, dieser Helikopter, wenn man den gecraftet hat, dann ist der schon cooler. Weil wir wollen ja nicht so viel in Technik reingehen. Ein bisschen Nimble mit rein, wenn ihr euch ein bisschen damit auskennt, wäre geil. Wer mitspielen will, schreibt es einfach in die Kommentare. Es wird kein weiteres Video kommen, erst wenn jemand dabei ist. Nimmt einen Freund mit. Oder auch nicht. Kommt alleine, er fragt mich einfach unter diesem Video schreiben, ich möchte mitspielen. Ist die 1.12.2. Beim letzten Mal irgendwann hatte ich habe immer 1.7.10 gespielt wegen dieses Schlagensystem, weil ich das doof finde. Aber hier drin gibt es auch etwas. Also hier gibt es wenigstens Mods drin und noch. Höher gehen wir auf jeden Fall nicht. Auch nicht. Es gibt nämlich keine Mods nach oben. Wir können auch die Gravity-Kamera mit reinnehmen, da habe ich auch schon nachgeguckt, das geht. Und ja, wir können gerne auch Minecraft-Flucht nachmachen. Ist aber erstmal auch egal. Nicht wundern, dass hier unten und alles ein bisschen hier ein bisschen groß ist und hier ein bisschen klein. Ich habe das ja umgestellt. Ich kann das mal zeigen. Eigentlich ist das ja so, kennt man ja, ne? Aber das funktioniert nicht, weil so ist Kacke. Also muss ich das auf normal leider lassen, weil sonst ich die Steuerung nicht sehe, wenn ich das so normal habe und dann ist das außerhalb und deshalb ist das auf normal. Aber ich finde es auch gut, weil man unten die Leiste dann kaum sieht. Das Inventar ist ein bisschen doof, dass das dann auch klein ist. Das hier dafür riesig. Ah, naja, was gibt's das hier? Okay, ich kenne mich gar nicht aus. Lesezeichen und sowas. Vielleicht nehmen wir so noch, wenn man will, so ein ML-System rein oder tun oder was weiß ich. Ihr dürft Vorschläge machen in die Kommentare, auch wenn ihr nicht mitspielt. Was wir mal probieren sollen, testen sollen, spielen sollen. Aber erstmal jemanden finden, der mitspielt. Genauso wie bei Astronia. Man muss nur Minecraft. Also hier ist es nur, man muss nur Minecraft haben, da muss man nur Astronia haben. Der Rest läuft automatisch. Erkläre ich dann auch das, wie man die Mods dann runterlädt. Und ja. Probier irgendwann mal noch, wenn irgendjemand sich gefunden hat, ob Jurassic Craft funktioniert, sonst nehmen wir eine andere mit drauf. Weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist cool, wenn sie jemand mitspielt, ja. Minecraft ist ja leider nicht kostenlos.
Leider. Aber es ist natürlich klar, es ist ja auch ein etwas komplexes Spiel, was immer weiterentwickeln wird. Wir können auch gerne am Anfang den Enderdrachen einfach mal besiegen oder den River für einen Portergang, dass wir erstmal ohne Portergang spielen. Oder man gibt dem halt am Anfang, dass wir so einen Startpunkt machen. Ist egal wo auf der Map, das ist einfach da, wo wir spawnen, dass da so eine Truhe steht und da ein Schild drauf. Dann wisst ihr aber schon alles Bescheid, dass wir eine Porte kriegen. Ich glaube, die geht sogar kaputt. Aber wenn sie kaputt ist, cheaten wir uns eine neue. Das machen wir auf jeden Fall. Oder ich mache irgendeine Mod drauf, wo so eine. Wie nennt man das? Störungsbann? Nee. Also so eine Mod, womit man Sachen. Also damit die Sachen nie wieder kaputt gehen oder sowas. Sowas gibt es ja anscheinend auch, aber ist ja erstmal egal. Können auch mit Befehlsblöcken irgendwas tun. Ein paar Sachen kenne ich. Time Set Day und sowas können wir damit machen. Wenn es dunkel wird, dass es wieder Tag ist. Wenn nicht, dann nicht. Hast ein Abo da. Für die Portalgang. 15 HD. Sind, das finde ich kacke. Hast ein Abo da? Ist das dumm. Hui, 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 hui. Schon geil, weil sie in 3D gemacht wurde. Wo war der andere? Nein. Das ist nur meine Testwelt alleine. Das testet man natürlich immer erst aus. Alleine und dann auf dem Server. Weil wenn sie alleine nicht funktionieren, dann braucht man sie erst gar nicht mit reinnehmen. Was bringt das? Manche Sachen. 1.7.10 funktioniert bei mir nicht mehr, sonst hätte ich da das genommen. So, damit war's das denn. Lass ein Abo da, ein Like. Wenn nicht, dann nicht. Abo wäre immer geiler. Geiler, genau. Bis zum nächsten Mal. Satisfactory wird jetzt ein bisschen dauern. Vielleicht, da kommen nur eine oder zwei Folgen noch. Dann wird es, denke ich mal, bis zum Dezember erstmal warten. Außer mir fällt noch irgendwas ein. Und ja. Achso, nee, er kommt auch noch. Alleine. Leider. Und Pascal, der ist auch bald wieder da. Und er kommt wieder ein bisschen mehr. Na gut. Er ist da, er ist zu Hause. Aber er kann den Tag gerade nicht spielen. Mit seinem PC. PS4 schon. PS4 in Livestream kommt auch bald. Wieder. Im Moment spiele ich nur GTA auf der PS4, deshalb. Weil wenn ich das durchgängig aufnehmen würde, dann. Nee. Nur noch GTA auf dem Kanal. So, das war's. Ich würde die nämlich jetzt hochladen. Schneiden. Das dauert nämlich 20 Minuten für die 20-Minuten-Folge schon. So hochladen dann nochmal. Also, das war's. Bis zum nächsten Mal. Lasst einen Daumen nach oben, Like. Und wer mitspielen will, schreibt es in die Kommentare. Also dann, ciao, ciao.